Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alan Wake. Ich bin Little Compass Brain oder einfach nur Yannick und wir spielen genau hier weiter. Sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, Barry. Wir lassen dich jetzt einfach mal hier zurück, denn wir sollen uns hier alleine treffen mit dem Entführer von Alice. Und war Alice überhaupt der Name? Ich hoffe, Alice war der Name. Ungelogen, ich spiele in letzter Zeit so viele Spiele, dass ich komplett durchdrehe, wenn es um Namen geht, weil ich dann die überhaupt nicht im Kopf habe. Steht hier irgendwo eine Manuskript, wie der hieß? Wer hieß? Der Mann wandte sich mir zu. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe gerade einfach mal, dass sie so heißt. Ich weiß es nicht, es tut mir sehr leid. Aber wir machen uns mal auf den Weg. Hier geht's ja wohl raus. Licht ein- und ausschalten. Barry noch das Licht ausmachen, boah. Das ist fies, das ist fies. Der hat doch sowieso schon so eine Angst. So, aber wir sind nun auf uns allein gestellt. Ich werde hier warten, Al. Ich halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ja. Ich krieg dir die Tür ab. Tu das. Have fun. Bis dann. Tschüss, mit Ü. Manuskriptseite. So. Wenn wir jetzt uns die mal angucken. Dann, ihr habt nämlich gesagt, dass wir die doch nicht später lesen sollten, sondern doch beim Spielen, weil das vielleicht doch ein wenig uns weiterhilft. Deswegen lasse ich dir jetzt mal vorlesen. Alice verstanden. Alice hieß sie. Er wusste, yes, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, das habe ich gerade eben vorgelesen, wie man auch in der Facecam sehen konnte. Beim Lesen habe ich immer eine ganz andere Stimme und einen ganz anderen Akzent beim Reden. So, und Barry zweifelt ich wusste, sozusagen... Ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops und sie hatten Alice. Ja, der Entführer, der hat das schon ganz schlau eingefädelt, muss man zugeben. Barry zweifelt an seinem Verstand, denkt jetzt auch, wir werden langsam verrückt und... Mutter Gottes. Und was ist das hier für eine verwahrloste Hütte? Das ist jetzt ja schon ein bisschen, Hallo? Willkommen zurück, Freunde. Er wieder. Versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Hoho. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Stalker. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, verstehen Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus. So. Oh Gott, auch noch so ein kleiner Spielplatz. Das macht das natürlich jetzt gerade hier nicht angenehmer. Wenn das von alleine sich auch noch bewegt, erst recht nicht. Hui! Wow, 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 wow. Sheesh. Wer sagt hier, wer sagt hier? Was geht denn hier ab? Da war gerade ein minimales Erdbeben, was diese Lampe hier zum Erlischen gebracht hat. Hier war nämlich so eine Lampe, die gerade noch geleuchtet hat. Die ist jetzt weg. Oder ist durchgebrannt, durchgebrochen, was weiß ich. Es hat gecleared. So viel ist sicher. So. Da ist ein Telefon. Lover's Peak, da müssen wir hin.
Okay, aber wir können uns ja trotzdem ja immer ein wenig umsehen. Ihr sagt ja auch, ich soll mich in Spielen immer ganz, ganz viel umsehen, denn es könnte ja so viel noch hier versteckt sein. Und ich meine, oh Gott, sich durch die Tür auftreten. Warum ist da Blut? Hier hat es ganz schön gewüstet. Okay, was geht bei dem Fernseher? Oh, eine neue Folge von diesen Nightfalls. Night Springs, genau. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Night Springs. Heute Abend. Erinnert mich immer so ein bisschen an X-Faktor. Kennt ihr X-Faktor noch? An das erinnert mich das so ein bisschen. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit ihrer bevorzugten Waffe, den bloßen Fäusten, an. Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Keine Angst. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Ganz gut. Vielleicht sehen Sie mich wieder, Agent. Vielleicht im Spiegel. What the fuck? Okay. Hier in Night Springs. Well, sehr, sehr komisch. Okay, das war echt überdimensional abgefuckt. Ich weiß auch gar nicht, was ich da gerade zu sagen soll. Das finde ich gerade echt ein bisschen sehr weird. Gut, wir machen uns mal weiter in Richtung Lover's Peak. Ist hier zufälligerweise irgendwas am Telefon? Hätte ja sein können. Da ist ein... Ein Gebirgspass, wo man hochwandern kann. Do not feed wildlife. Okay, wir sollen hier keine Tiere füttern. Dann tun wir das auch mal nicht. Und hier ist noch eine Manuskriptseite. Ja, Wunderbärchen. Wollen wir auch gleich mal lesen. Rose und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Okay, das war noch aus der zweiten Folge, sehr am Ende war das jetzt unten. Also das hat uns jetzt nicht ganz so weit weitergeholfen. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, dass wir das unbedingt immer lesen sollten. Weil es ja doch ein bisschen Zeit aufnimmt. Hier ist auch eine Manuskriptseite. Wann ist die denn zum Beispiel? Die ist jetzt zum Beispiel direkt nach Barry zweifelt an Wakes Verstand. Das kann man sich ja zum Beispiel geben. Das Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite.
Wie auf der Seite? Wahrscheinlich wie auf der Seite in seinem Buch. Visitor Center, okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal Licht, das ist schon mal ein bisschen... Licht ist nicht schön. Hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Was geht da vor sich? Mist. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helft mir! Rusty? Hallo? Hilfe! Wo ist er denn? Hilfe! Helft mir! Ist er da in dem Haus? Kann mich jemand hören? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Rusty! Da ist er! Oh Gott! Oh Gott! Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Dann wollen wir mal lieber schnell die Lichter anmachen. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Okay, anscheinend ist das mit den Manuskriptseiten doch gar nicht so schlecht, die vorzulesen, so wie es aussieht. Lichter anschalten. Da aufpassen auf das Stromkabel. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Oh oh. Ich hab ziemlich Angst. Manuskriptseite. Gleich mal lesen. Wake gelangt in die Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Okay, das wird wahrscheinlich dann jetzt auch noch auf uns zukommen, so wie es aussieht. Okay. Wo können wir denn hier den Strom anmachen? Hier haben wir auch nochmal Munition und Batterien. Das sieht... Oh, da ist die Axt. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich das heißt, hier ist jemand. Oh Gott, Rusty! Rusty! Nein! Rusty! Oh Gott! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Ach, das müssen wir aber, können wir so zerstören einfach. Mit Licht. Die Frage ist, müssen wir die zerstören? Ja. Lizenzen. Oh Gott. So, was jetzt mit Rusty? Rusty? Oh Gott, die Leiche wurde hier langgezogen. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Und der Hund ist auch weg, Max! Nicht die Tiere füttern! Was? Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Das ist doch Rusty! ...erworben haben. Folgen Sie stets den Anweisungen der Ranger. Rusty? Rusty, nein! Gehen Sie linear als 100 Meter an Bild und... Ich will dich nicht töten müssen, Rusty! Under thin layer of skin. Oh Gott. Wir können doch nicht unsere Freunde immer töten müssen. Das kann doch nicht richtig sein. Oh Gott. Und das war Rusty. Oh Gott. Okay. Hier ist das kalte Licht, von dem auch gesprochen wurde.
Well, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Schnitt für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Ich bin Little Compass Brain oder einfach nur Yannick. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge morgen wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapurr!